Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Starfield. In der letzten Folge haben wir Delgado kennengelernt, den Kapitän der Crimson Fleet, und sind hier eingebrochen in dieses Hochsicherheitsgefängnis namens das Schloss. Lustiges, zum Beispiel eine Bank ausrauben oder so. Musst du mich die ganze Zeit so zuquatschen? Das hast du schon vorhin die ganze Zeit gemacht, ne? Da hast du schon mein zwischen den Folgen-Ding irgendwie kaputt gemacht, dass da jetzt trotzdem noch gequatscht wird. Aber gut, ist glaube ich nicht so wild. Genau, und in dieser Folge sollen wir jetzt ein bisschen weiter stochern, ne? Also ein bisschen weiter gucken, was uns hier so erwartet. Und ob wir irgendwelche Informationen finden zu Crix, dem ehemaligen Chef der Crimson Fleet, dem früheren Chef der Crimson Fleet, weil der offenbar irgendwo so ein bisschen irgendwie eine krasse Waffe oder sowas haben soll. Also Crix Vermächtnis. Und da müssen wir natürlich gucken, wo wir das herbekommen. So. Ah, ich dachte, du hast schon durchgeladen. Mann. Einmal. Zweimal. So, weg mit euch. Eklige Viecher. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen heilen. Also bei den Viechern, dadurch, dass sie sich die ganze Zeit so schnell hin und her bewegen, bin ich dann mit der Schrotflinte echt ein bisschen besser dran. Als mit der Schnellschusswaffe. Hier ist noch ein Sektor 1 Zellenöffner. Den können wir mal drücken. Der Zellenöffner ist gesperrt. Kaputtes Intercom können wir auch nicht benutzen. Und hier haben wir noch ein bisschen, ein paar Sachen. Ein Mac-Drucktank. Ein Drucktank. Ne? Ein Drucktank natürlich. Und ein Kühlmittel, ein adaptiver Rahmen und sowas. Na gut. Haben wenigstens ein paar Komponenten gefunden. Und dann geht's weiter. In die Tiefen des Gefängnisses. Wir müssen zum Wachturm als nächstes. Hier kommen wir nicht weiter, dass wir einfach mal den ganzen Zellenblock ein bisschen überblicken können. So. Wie warm ist denn hier? Minus 53 Grad. Na gut. Oh. Na, da gehen wir mal rein. Gucken wir mal, was der Typ hier noch so... Also einmal, dann brauchen wir... Ups, brauchen wir den hier... So, dann kommen wir auf jeden Fall mal hier in die oberen rein und dann kommen die unteren. So. Und so. Ja, perfekt. Okay. Dann das hier und das hier und das hier und das hier. Der Graf von Monte Cristo. Am 24. Februar 1815 meldete der Ausguck von Notre Dame de la Garde, dem Dreimaster, die Pharaos aus Smyrna, Triest und Neapel. Wie üblich legte ein Lotse sofort ab, fuhr um das Château de Ruf, blablab, ich kann kein Französisch, tut mir leid, und ging zwischen Cap Morgui und der Insel Rayon an Bord der Pharao. Sofort waren die Mauern des Forts Saint-Jean voller Schaulustiger, denn in Marseille ist es immer ein großes Ereignis, wenn ein Schiff in den Hafen einläuft. Vor allem dann, wenn das Schiff wie die Pharao in den alten Docks von Phocaia gebaut, aufgerickt und beladen wurde und einem Eigentümer der Stadt gehört. So beginnt Alexandre Dumas' Literaturklassiker, der die Geschichte von Edmond Dantès' vorzüglichen Rachefeldzug gegen den Mann erzählt, der ihm so großes Unrecht angetan hatte. Okay. Der hier hat noch ein Medipack und... Genug, um in diesem Schrotthaufen herumzuwühlen. Ja, sorry, aber genau weil die uns nicht so gut bezahlen, wühle ich halt gerne hier rum, ne? In der Hoffnung, dass wir noch ein paar wertvolle Sachen finden. So, was haben wir hier noch? Oliver Twist, ich glaube, das haben wir schon, oder? Eine gewisse Stadt, ich glaube, das haben wir schon gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Die kriegen wir nicht auf, die ist zu schwer. Oh. Hallo. Da ist ja noch einer. Na, komm her. Also vorhin hat es mal gereicht, einmal drauf zu schießen mit der Schrotflinte. Ich weiß nicht, warum es jetzt zwei Schuss braucht. Vielleicht treffen wir nicht mehr so gut, ich weiß auch nicht. Naja. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch nichts Spannendes. Hier genauso wenig. Also so ein, ich muss tatsächlich gestehen, ich glaube, so ein Gefängnis derart unübersichtlich zu bauen, ist eigentlich nicht so sinnvoll, oder? Also wäre doch irgendwie sinnvoller, wenn man mit einem Blick alles im Auge behalten könnte. Hier sind noch weitere Viecher. Ich gehe erstmal hier lang. Warte. Weil hier ging es ja auch noch weiter. Ah ne, da ging es nur in eine Zelle. Okay.
Na gut, dann müssen wir eh da lang. Und hier sind wahrscheinlich noch eine ganze, ganze Menge von diesen ekelhaften Viechern unterwegs. Aber hat man wirklich wegen den Viechern die ganze Zeit Leute verloren hier? Also, fände ich jetzt ein bisschen komisch. Weil ich finde, so krass sind die gar nicht. Ja, das können wir machen. So. Hier haben wir noch Credits. Oh ja, die Sachen können wir auch mal mitnehmen. Ein Helmständer. Helmnavigator. Und? Hast du es dir schon anders überlegt? Wovon reden wir nochmal? Stell dich nicht so dumm. Ich rede davon, der Garde umzulegen und Neva die Infos über Kriegs zu verkaufen. Mhm. Wir kommen ja nicht mehr in Delgados Nähe. Vielleicht müssen wir das auch nicht. Du hast es doch gesehen. Diese Dinger, was das auch war, haben ihn wahrscheinlich längst zerfetzt, haben uns die Arbeit abgenommen. Und wenn nicht, kriegen wir es trotzdem hin. Wir müssen uns nur ein bisschen die Hände schmutzig machen. Wäre ja nicht das erste Mal, oder? Hat Delgado nicht einen Haufen von seinen Kumpels dabei? Hast du nicht gesehen, dass die Aliens Konfetti aus denen gemacht haben? Es wäre ein Wunder, wenn noch einer davon lebt. Hat uns jede Menge Ärger erspart. Vergiss es, Mattes, ich mach bei dem Plan nicht mit. Dass ich ausgerechnet mit dir hier unten festsitzen muss. Ehrlich. Okay, wie du willst. Okay, und was machen wir jetzt, nachdem wir beim Wachturm sind, Superhirn? Der Typ ist schon ein bisschen nervig. Ja, wir finden einen Weg heraus und suchen gleichzeitig nach Infos zu Kriegs. Einfach weiter wie bisher. Okay, gut, dass ich gefragt habe. Wir sollten zuerst mal im Turm nachsehen, ob wir herausfinden, wo Kriegs Zelle war. Falls er da irgendwo nützliche Informationen versteckt hat, sind sie vielleicht noch da. Das war der Plan, aber schön, dass du mich nochmal aufgehalten hast. Lass mal ganz kurz, ich hoffe, das geht. So. Ich mach mal ganz kurz hier nochmal einen Fotomodus, ne? Können wir hier mal so ein bisschen Thumbnail-mäßig. So. Und da müssen wir aber wirklich, wie immer eigentlich, die Helligkeit hochdrehen. Und ich glaube, die Sättigung echt ordentlich hochdrehen. Dass wir ordentlich Farbe drin haben. So. Und ein bisschen den Kontrast erhöhen natürlich. So. Also richtig catchy ist der immer noch nicht, ne? Vielleicht eher der Turm? Eher so vielleicht, oder? Aber dann ist die Sättigung wieder zu krass. Und der Kontrast, glaube ich. So, mach mal eher so. Doch, ich glaube, so kann man es machen. Wird nicht der beste Thumbnail, muss man auch dazu sagen, aber wenigstens ein bisschen was. Vielleicht finden wir noch eine bessere Position irgendwie, um einen gescheiten Thumbnail zu machen. Also, hier haben wir noch Klebeband. Und hier haben wir dann den Wachposten-Dingens. Und hier ist noch ein Credit-Stick, den würde ich gerne mitnehmen. Sind zwar nur 165, aber nichtsdestotrotz. Also, schauen wir doch mal in den Computer. Gefangenenverzeichnis. Warte, wir fangen erstmal hier an. Benachrichtigungssystem. Security Chief Sally Pritchard. An D-Block Wachturmpersonal. Bitte beachten Sie, dass die Security in Zelle D02106 auf mögliche Ausbruchswerkzeuge gestoßen ist. Aktuell ist diese Zelle unbelegt, sie wurde also nicht regelmäßig inspiziert. Unser Team hat das wohl übersehen. Bitte diese Zelle verriegelt halten, sobald ich einige unerwartete, dringendere Probleme erledigt habe, werden wir das genauer untersuchen. Internes Benachrichtigungssystem für das Schloss, bla bla bla, ne, vom Direktor. Der D-Block ist ein Hochsicherheitstrakt. In ihm werden also einige der gefährlichsten Straftäter dieser Anlage untergebracht. Bei Bedrohung durch Insassen ist das Personal zu jeder Art von Schutzmaßnahmen befugt. Wer im Dienst eine Waffe abfeuert, muss danach an einem Computer das Formular ARP07 ausfüllen, um den Vorfall zu dokumentieren. Okay. Zugang zum Zellenblock. Aufgrund der anhaltenden Sicherheitsbedenken ist beim Betreten von Zellenblöcken zwecks Durchsuchung oder Appell folgende Prozedur auszuführen. Erstens. Bei der entsprechenden Schaltanlage für den zugewiesenen Blockbereich ist Meldung zu erstatten.
Zweitens, es müssen mindestens 4, in Klammern 4, Sicherheitskräfte anwesend sein. Drittens, über das Intercom der Schaltanlage ist der Wachturm des Blocks zu verständigen. Viertens, für den Zugang ist der tägliche Code zu übermitteln. Fünftens, die Schaltanlage wird vom Turm aus freigeschaltet. Sechstens, durch Aktivieren der Schaltanlage werden alle Zellen im zugewiesenen Blockbereich geöffnet. Siebtens, nach Abschluss der Tätigkeit ist der Blockbereich zu sichern. Okay, das heißt, wir öffnen hier mal. Der Zellenblockschalter darf nicht entriegelt werden, ohne erst eine vollständige Identitätsprüfung des diensthabenden Personals an den Schalterpositionen durchzuführen. Es ist allen Sicherheitsprotokollen gemäß das Schloss-Sicherheitshandbuch zu folgen. Warte mal, lass mal kurz gucken. Also Abschnitt 1 haben wir Garrett Hawk, Status unbekannt, D01102 ist leer, Roderick Richard, Idris, Hester Patrick, Lee, Crick suchen wir, ne? Butler, Bean, O'Connor, Farrell, okay. Abschnitt 2. Datenbank von Abschnitt 2 beschädigt. Und Abschnitt 3. Owens, Dixon, Caldwell, Bose, McCarthy. McCarthy sagt mir auch irgendwas. Moon, McPhee, Jasper Cricks, D03118. Okay. Also Abschnitt 3. Können wir die an... Ah, komm, wir entriegeln gleich alle. So. Sind ja keine Gefangenen mehr drin, die uns gefährlich werden können. Okay, ist immerhin ein Anfang. So, dann gehen wir mal hier runter. Ich weiß jetzt nicht, welches ist. Ich gehe erstmal zu der dahinter. Vielleicht ist das die, wo quasi dieses Ausbruchswerkzeug gefunden wurde. Wie kommen wir denn da hin? Wo stehen denn überhaupt die Zellennummern? Ah, hier. 01118. 01117. Und welche Zelle war das nochmal? 0206. Okay. Da müssen wir doch woanders hin. Ist ein sehr unübersichtliches Gefängnis hier. Also, ich glaube nicht, dass es sicherheitstechnisch das beste Gefängnis ist. Also, muss ich echt sagen. Hey, so, was haben wir hier? Was höre ich? Achso, ja, die Viecher knallen uns halt ab, ne? So, ich nehme mal die Knarre, also die Pistole. Ich glaube, auf die Entfernung bringt es nichts mehr, der Schrotflinte. Und wir nutzen die Pistole sowieso zunehmend seltener, ne? Dann können wir... Oh. Ich finde es schön, dass ihr Steine spuckt. So. Gut. Dann können wir mal hier... Ah, nee, da ging es hoch zum Turm. Können wir mal nach unten weitergehen. So. Und dann mal gucken, wo wir hier noch hinkommen. Wahrscheinlich werden wir eh so ganz komisch außen rumlaufen müssen. Dass wir erst den ganzen Bereich hier... Ne? Den ganzen Bereich hier säubern und wir dann erst die richtige Zelle finden. So. Na komm her, du Mistviech. Oh, seid ihr eklig. Wenn ich jetzt noch treffen würde, das wäre super. So. Na, da unten sind noch mehr, okay. Aber da unten ist nicht so wild. Mathis macht das schon. So, hier haben wir mal ein bisschen eine Grendel. Was haben wir hier noch? Lagerkiste. So, also wenn man es einmal gepeilt hat irgendwann, das Schlossknacksystem, dann ist es eigentlich tatsächlich ziemlich cool. So. So. Nee, warte mal. Ah doch, und so. Perfekt. So. Na, immerhin 421 Credits. So, komm einfach mit, Mathis. Die machen uns da unten doch nichts.
einmal. Sektion 3, Zellenöffner. Gut, das macht aber sowieso Sinn, ne? Was zum... Sie sind weg! Wer ist weg? Oh nein, dann kommt gleich was Krasseres, oder? Warte, hier ist die Zelle vom Dings. Vom Kriegs. Das heißt, ich gehe doch erstmal in die andere Richtung. Ich wollte einen Kampf. Ja, ganz ruhig, Mephis. Du bist echt ein komischer Zeitgeselle. Genosse. So. Also werden die immer stärker? Irgendwie? Also davor haben wir immer nur einen Schuss gebraucht. Schon ekelhafte Mistviecher. Okay. Da lang. Glaube ich. Ich glaube, hier drin kann man sich sehr gut verlaufen. So. Und dann hier längs. Da dürfen wir jetzt zu dieser anderen Zelle kommen. Schloss ist so schwierig. Hier können wir noch rein. Lass mal gucken, was es hier noch gibt. Gibt ja auch Erfahrungspunkte, das Schloss knacken, ne? Okay, das passt nicht. Das hier vielleicht. Das passt dahin. Und dann kann das hier oben. Und hier haben wir dann... Okay, das kriegen wir nicht hin. Da muss das hier hin. Ach so, ja. Und das dahin. Das hier kommt dann... Moment. Kommt dann so hin, oder? So. Und das hier dann so. Na gut. Dann nehmen wir, fangen wir hiermit an. Dann kommt das hier, dann das hier, dann das hier. Perfekt. Gut. Und eins weiter. Oh. Mach das, mach das. Wenn einer von uns stirbt, dann bitte du. Vermasselst sonst nur meine Mission. Lehrling kriegen wir nicht auf. Computer. Hä? Computer, warum ist da... Wir haben doch geöffnet mit dem Computer. Warte, hier gibt es doch sicher vielleicht irgendwo noch diese, auch so eine Konsole zum Zellen öffnen, oder? Haben wir hier noch? Hier sind die Duschen. Okay, die Musik wird immer aufregender gerade. So, ich glaube, Wasser kommt hier keins mehr raus. So. Okay, dann das hier eher. Einmal und... Nee, so rum, oder? Einmal. Okay, nee, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Hm. Okay, also das muss hier hin und dann brauchen wir aber hier noch... Aber das, ja, das hier passt nicht. Wenn wir... Nee. Nee, okay. Also wenn wir die beiden hier haben, fehlt das hier. Oder wir nehmen das hier. Ah, guck mal. Okay, dann nehmen wir das hier und das hier. So. Erstmal so. Und die beiden kommen dann hier unten noch hin. Dann haben wir hier einmal und... Zweimal, perfekt. So. Kriegs Tagebuch, Eintrag 4. Okay, du kaufst in Läden zusätzlich andere Boni, bla bla bla. Okay, wir haben einen Vorteil. Ich dachte, da kann man jetzt was lesen. Ich sag's dir, ich tue mir nie wieder Eis in einen Drink. Ja, doch, warte mal, bis wir wieder raus sind. Wenn es dann mal wieder sehr warm ist auf irgendeinem Planeten, dann... Wirst das Eis wieder zu schätzen lernen. So. Hier ist mal die Küche. Gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel, oder?
bisschen Käse. Ich find's schade, dass man die Sachen nicht sofort essen kann. Ja. Ach, das bist du. Was? Was sind das denn für Viecher? Okay, die sind irgendwie noch ekliger als die anderen. So, hier kommen wir nicht weiter. Irgendwo müssen wir oben die Zellen öffnen können. Die Frage ist nur, wo? So, ich gehe mal wieder zurück. Hier in Sektor B sind wir jetzt, glaube ich, gerade, ne? So, hier waren die Duschen. Hier kommen wir wieder hoch. Aber irgendwo muss es doch, wie drüben halt auch, diesen Schalter geben. Ja, ganz entspannt, Mephis. So, wo haben wir hier den Öffnungsschalter? Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Vielleicht hier. Nee, nee, nee. Okay, komisch. Ich guck mal, was es hier noch so gibt. Okay, das Viech ist einfach wieder verschwunden. Wenn das aber junge und unreife sind, dann will ich ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie die Erwachsenen aussehen. So. Jetzt kurz durchladen. Sonst vergesse ich es gleich wieder. Was haben wir hier noch? Oh, okay, ein paar Laserwaffen und Schuss für die Laserwaffen. Das waren ja zwei sehr gut gelungene Schüsse. Vielleicht kriegen wir das hin. Warte mal. Nee, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Ventilation. Haben wir hier noch irgendwas? Ich frage mich, also ich glaube, hier liegt nichts von Kriegs, aber... Nichts von Kriegs. Hier kommen wir nicht durch. Ah, warte, hier ist noch ein... Ah, Schlüssel erforderlich. Schade. Okay. Das heißt, irgendwo müsste noch so ein... Ja, sorry, aber das haben sie auch selbst zu verantworten, oder? Also wenn ein Verbrecher ein Verbrechen begeht und sich dann beschwert, dass er halt eingesperrt wird dafür... Weiß ich jetzt nicht, ob ich da so ein großes Mitleid mit habe. Ich meine, klar, bei so einem Verbrechen aus Not, keine Ahnung, wenn man jetzt Essen klaut, weil man halt hungert oder so, da ist es schon schade. Es rechtfertigt es nicht, aber es ist halt schon, man hat schon eher Mitleid. Aber bei so einem Verbrechen wie jetzt hier, ich meine, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Also die Leute, die da reinkamen, das sind definitiv jetzt keine Leute, die, mit denen man besonders viel Mitleid haben muss. Ich meine, das hatten sie aber vor ihren Opfern auch nicht, ne? Oh. Nochmal kurz ein Medipack. So. Was habt ihr denn dabei? So, hier ist ein Orangensaft. Auf jeden Fall eine ganze Menge Geld. Also dafür, dass es eine Gefängniszelle ist, ist es echt viel Geld. So, hier haben wir nichts weiter. Oh. Mist. Danke, Mathis. Unglaublich, dass hier die Fleet angefangen hat. Das ist Geschichte, Mann. Echt krass. Hier hat jemand das Klo ein bisschen verstopft, ne? Was, you will drown. Ich glaube, da hat jemand versucht, das ganze Ding hier zu überfluten. Na gut. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ich finde diesen Schalter ums Verrecken nicht. Das heißt, ich gehe jetzt einfach tatsächlich mal direkt schon mal in die Zelle von dem Kriegs, ne?
Und dann gucken wir mal. Bin ich hier richtig? Soll ich mit der Lampe was machen? Der Fuß dieser Schreibtischlampe scheint locker zu sein. Ich breche den Sockel mal auf. Die besten Pläne. Hat heute jemand was von einem Schiff gefaselt, das sein Vermögen in Credits geladen hat? Solche Stories sind normalerweise Bullshit, klar. Aber er hatte Details. Ich habe ihn ausgequetscht. Das Schiff heißt Legacy und war ein Transporter der Galbank. Ist im Krieg irgendwann in einem abgelegenen System abgestürzt. Genau auf so ein Ding habe ich gewartet. Ich muss Carter Bescheid geben, dass wir bald von diesem Felsen verschwinden. Er hilft dem Mining-Team, sich in die Putzkammer im Lüftungsraum zu schleichen. Da graben wir, nicht nach oben, sondern durch. Direkt in die Waffenkammer. Carter sagt, dass die Codes aller Terminals im Schloss regelmäßig geändert werden. Wir müssen das Ganze also sorgfältig koordinieren. Vorerst verwenden wir mal seinen Spind im Duschbereich als Versteck für den Code zur Putzkammer. Nächsten Monat um die Zeit müsste ich aus diesem Drecksloch raus sein und ein Konto voller Credits haben. Das scheint funktioniert zu haben. Oh. Warte, brauchen wir nicht nochmal anhören. Krix muss den Galbank-Transport überfallen und das Geld irgendwo versteckt haben oder so. Wenn wir das richtig angehen, sind wir bald so richtig stinkreich. Ja gut, aber ich dachte eher, das wäre eine Waffe oder sowas, was wir da finden, oder? Können wir da rüberspringen? Ich will es lieber nicht riskieren. So. Ich gehe nochmal zurück, aber das macht auch nichts, weil dann sehen wir nämlich gleich, ob wir noch irgendwas haben liegen lassen. Mann, was würde ich für eine Weltraumheizung und eine heiße Tasse bei Bock geben? Also was? Erschreck mich doch nicht so. Du warst doch gerade noch da oben. Also die NPCs porten sich noch ein bisschen mehr als bei früheren Bethesda-Spielen. Wir kamen von hier, oder? Du. Und dann hier wieder runter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber warte mal. Wir haben jetzt. Stimmt, wir haben ja den Spindcode gefunden. Kriegen wir auf jeden Fall mal ein paar Credits. Die klaue ich trotzdem und die gebe ich auch nicht an Delgado. Und dann gibt's hier Carters Job. Okay, Carter. Der neue Code für die Putzkammer lautet 4861071. Das Mining-Team braucht noch ungefähr eine Woche, um durch das Eis zu kommen. Bis dahin hast du Zeit für deinen Teil des Plans. Wenn der Tunnel die Waffenkammer erreicht hat, starten meine Leute eine Revolte. Wenn du das Feuerwerk hörst, schwing deinen Arsch zur Shuttle-Rampe. Wir haben nur eine Chance. Wenn wir es richtig machen, sind wir dem Schatz auf der Legacy einen Schritt näher. Wenn du den Wachen was verrätst. Naja, du weißt ja, was dann passiert. So. Okay. Wo ist denn der Fluchttunnel? Ist wahrscheinlich da hinten irgendwo, oder? Bringe die Beweise zu Lieutenant Toff, das machen wir natürlich auch noch. Aber da dürfen wir Mattis dann nicht mehr dabei haben als Begleiter. Ich glaube, das wäre nämlich sonst ein bisschen auffällig, ne? Oh ja, hier kommen wir halt nicht rein. Ich kann bei Delgado bedanken, dass er uns einfach sitzen gelassen hat. Hä? Was? Hä? Ja, was hätte er denn machen sollen? Da kam die Decke runter. Nicht, dass Delgado so ein besonders cooler Typ ist, aber nichtsdestotrotz kann er trotzdem nichts für. Also das ist ja... Da ist die Decke runtergekommen. Also Metzis hat schon richtig Bock auf die Crimson Fleet, ne? Muss man echt sagen. Der Typ wird irgendwann noch echt Probleme machen, glaube ich. So, was haben wir hier? Ein paar Credits, das ist schon mal gar nicht mal verkehrt. Noch mal ein bisschen Munition und noch mehr Credits. Und ein Wein, der bringt auch noch Credits. Ach, man muss hier doch irgendwie rauskommen, verdammt. Verdächtiges Diebesgut. Wache Bryant. Wir haben von einem Häftling den Tipp erhalten, dass aus einem Lager Ausrüstung gestohlen wurde. Wir haben alles gründlich abgesucht und festgestellt, dass zwei Mining-Laser und mehrere Powerpacks fehlen. Es wurde Alarm geschlagen und wir haben alle Häftlingszellen durchsucht, aber nichts gefunden.
Es kann unmöglich ein Häftling in den Lagerraum kommen und die Ausrüstung verstecken, ohne auf der Kamera aufzutauchen. Ich habe langsam den Verdacht, dass die Häftlinge vielleicht Hilfe von einem Mitarbeiter der Anlage haben. Mhm. Okay, also den Wachen ist es offenbar auch schon aufgefallen, dass da jemand irgendwas versucht. Aber, also ganz offensichtlich scheint das ja geschafft zu haben, ne? Das heißt, dann haben die Wachen auf jeden Fall nicht gut genug gehandelt. So, dann kriegen wir das da. Nee. Das hier dahin. Nee. Okay, wir brauchen das hier. Und das hier, oder? Nee, das hier. Nee. Warte mal. So und so. Ah, okay. Und dann kriegen wir das da unten rein und das da oben rein. Perfekt. Also, wir fangen damit an. Dann geht's hier weiter. Das hier und das hier. Und das für 162 Credits. Super. Also, der Grafikglitch ist irgendwie komisch, ne? Immer sobald wir irgendwo aus einem Behältnis quasi rausgehen, glitscht die Grafik so komisch rum. Aber wir sind hier oben offenbar auch falsch. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gehört. Das ist ja eine super neue Erkenntnis. Ah, hier, guck mal. Sektion 2, Zellenöffner. Da kommen wir jetzt nämlich vielleicht auch dahinter in die Zelle noch rein. Dann machen wir das doch noch kurz. Gott sei Dank haben wir das noch gefunden. So, finde das Versteck. Hier haben wir ein paar Digi-Dietriche. Leichter Teilchenzünder, ein bisschen Kalibermunition und oh, erweitertes Magazin Coachman Schrotflinte des Killers. Vor allem das erweiterte Magazin interessiert mich. Lass mal kurz schauen. Die hat dann nämlich 4 Schuss statt 2. Wie auch immer man das hinbekommt bei einer doppelläufigen Schrotflinte, aber egal. Aber die ist in allen Belangen besser. Das heißt, ich würde die mal auf die 2 legen. So. Und die Dings, wenn es fällt mir gerade ein, hier die Peacekeeper, die kommt jetzt noch auf die 3, weil sie die Dings ersetzt hat, ne? Die Thompson. Hieß sie Thompson? Tombstone, glaube ich. Na gut. Jedenfalls müssen wir jetzt wieder zurück und den Fluchttunnel finden. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ne? Schön, dass ihr dabei seid. Macht mega Spaß, das Projekt. Ich bin immer noch in den ersten Tagen nach Release. Ne? Deswegen, wenn ich auf irgendwelche Kommentare noch nicht eingegangen bin oder sowas, bitte ich ganz, ganz vielmals um Entschuldigung. Aber ich konnte einfach nicht aufhören. Das heißt, wir sind jetzt hier ein paar Tage nach Release und es macht immer noch Freude. Und sind richtig krass in der Vorproduktion. Ich glaube, wir sind jetzt bald bei 30 Folgen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche das hier ist. Muss ich nochmal gucken. Jedenfalls bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ne? Lasst mir gerne mal ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt und wenn ihr meinen Kanal ein bisschen unterstützen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.